liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen zum Tag der Schiene auf dem Leipziger Hauptbahnhof, wo hier mit dieser Baureihe 52, ja, die haben es Stadtrundfahrten genannt, also sind natürlich nicht in der Stadt rumgefahren, sondern wahrscheinlich ringsrum. Genaue Strecke weiß ich nicht, da ich an dem Tag auch noch auf die Messe wollte, habe ich mir das dann verkniffen, weil das einfach zwei Events am gleichen Wochenende waren und da hatte ich hierfür leider keine Zeit. Die sind glaube ich dreimal gefahren, ne? Das war hier 9:30 Uhr, dann irgendwann nochmal um Mittag und dann nachmittags nochmal, wenn ich das so richtig interpretiert habe. Und natürlich, wenn man jetzt hier sich dann hinstellt und da filmen will, da gibt es natürlich gefühlt 100 andere Leute, die auch filmen. Der Kollege hier vorne im Hochformat. Das ist es, sei denn, ich will unbedingt bei Instagram posten. Ist das immer so etwas, was ich nicht verstehe? Auch das hier, aber das ist. Ja, das ist wieder so ein Thema, ne? Ich stelle mich da einfach so davor und gucke nicht nach hinten, ob da schon einer filmt. Aber das ist halt, wenn es nicht so wäre, wäre ich nicht auf so einer Veranstaltung, ne? Ist natürlich immer ein bisschen blöd, aber es ist völlig sinnlos, sich da aufzuregen. Na, und wer sich aufregt, der macht sich eigentlich aus meiner Sicht lächerlich. Na, also auch wenn der Arm, der wandert jetzt aus dem Bild, weil ich jetzt natürlich mit dieser Lok mich jetzt mitbewege. Und da sind noch, was weiß ich, wie viele andere, die filmen. Na, also es ist eigentlich gut, wenn viele Leute da sind, weil es ist einfach viel Interesse. Eigentlich sollten noch viel mehr Leute mitfahren. Gut, ich bin jetzt auch nicht mitgefahren. Das sieht doch so aus, es wäre dazu recht voll, oder? Ah ja, gut. Ja, für mich war es jetzt praktisch ein Ereignis, was ich jetzt mal so kurz mitgenommen habe, weil ich auf dem Weg zur Messe sowieso über den Hauptbahnhof gefahren bin. Und ja, hier auch wieder Malerei und Museumswagen, das ist natürlich auch wieder besonders. Da, naja. Da hat man dann so Gedanken, die eigentlich eher in andere Bereiche der Welt gehören, wo dann so Hände abgehackt werden und was auch immer. Gut, redet man nicht drüber. Ja, dann war hier eine Ansammlung von diversen modernen Maschinen, die ich alle nicht kenne. Also ich kann euch jetzt nicht darüber aufklären, was das hier für eine tolle Lok ist, weil ich sehe die hier zum ersten Mal. Also bewusst, ne? Hier steht Stadler dran, wobei mir die Stadler-Loks schon ein bisschen aufgefallen sind, die modernen. Ich muss da auch ganz ehrlich dazu sagen, dass die mir vom Design her auf jeden Fall besser gefallen als das, was jetzt Siemens so abliefert, ne? Also Siemens Vectron, da gibt es ja so einen ganzen Fanclub. Das ist so eine Geschichte, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also ich finde das Ding stockhässlich. Ja, nachdem ich die Siemens Vectron Fans gedisst habe, ja, es ist halt, wir haben halt unterschiedliche Geschmäcker, ist halt so, ne? Kommen wir wieder zur Deutschen Reichsbahn, hier sogar mit der Originalnummer, ne, wie sie bei der Reichsbahn gefahren ist. Ja, die wurde dann immer liebevoll der Container genannt. Wer sich die Lok jetzt genau anguckt, der ahnt vielleicht warum. Ja, und auf der anderen Seite steht dann Baureihe 112, das ist quasi die Ostfahr-100, wie sie zumindest im Westen genannt wird. Na, die jetzt auch als, nein, die ist noch ein bisschen älter, ne, als die 250. Und hat natürlich, also auf meiner Strecke, die hier bei mir vorbeigeht, dann ist die auch sehr, sehr viel gefahren. Also die hat auch ein bisschen so das Gesicht der Reichsbahn geprägt. Ja, apropos geprägt, hier haben wir eher was, was auch eine Bahn geprägt hat, dann aber wohl die Bundesbahn. Die ist mir schon mehrfach aufgefallen, weil die schon längere Zeit, wenn sie nicht irgendwo unterwegs ist, im BW Leipzig Süd steht. Und seit ich jetzt vermehrt Bahn fahre, sehe ich die dann immer stehen.
Ja, ist schon interessant, ne? Also ich war dann auch im Führerstand drin. Apropos BW Leipzig Süd, da stehen ja immer so diverse, so ältere Fahrzeuge herum. Es stand jetzt, als ich da vorbeigefahren bin an dem Tag, stand auch eine, sozusagen die V100 West, die war auch mit V100 beschriftet. Und die quasi so nah an einer Tür stand und die, so eine, was weiß ich, so eine Blechtür, die hatte auch eine Delle, also sah wirklich so aus, als wäre die da reingefahren, ne? Ich habe aber so schnell das Handy nicht hochgekriegt. Also es wäre auch so ein bisschen, naja, für die beteiligten Leute war es sicher nicht witzig, aber wenn man so sieht, dann hat das schon ein bisschen einen Humorfaktor. Ja, ich hoffe, der Kollege ist mir nicht böse, dass er da hier in meinem Video auftaucht. Das ist ein ehemaliger Lokführer, der jetzt in Rente ist, der also auch erzählt hat, was er so alles Schönes gefahren hat. V200 war da nicht dabei. Na, ich wollte hier nur mal einen Blick noch von der Innenseite des Fahrzeuges erhaschen. Ja, dann haben wir hier diesen modernen MRB-Triebwagen. Da war dann so ein Stand aufgebaut. Also MRB, das ist die Gesellschaft, die dann ein paar Gleise weiter mit historischen Wagenmaterialien zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Chemnitz herumfährt. Momentan nur bis Geithain, weil da in Richtung Chemnitz die Strecke gebaut wird. Man hatte hier also auch so einen Bastelbogen, ne, diesen Triebwagen als Bastelbogen. Ich weiß nicht, ob das dann der mal sein wird, der dann zwischen Leipzig und Chemnitz herumfährt. Da lasse ich mich überraschen. Ich brauche dann halt hier das aus dem Fenster zu gucken. Hier ist er dann schon ein bisschen halb fertig. Ja, das ist so ein bisschen für die Kinder. Das ist ja eine schöne Sache. Dann haben wir hier, ja, ich hatte es schon erwähnt, ne? Siemens Vectron. Die Lok, die ist auch wenigstens schön angemalt, ne? Die ich nicht so prickelnd finde. Dann haben wir, was auch immer das hier ist. Also ihr wisst Kommentare, ne? Wobei jetzt hier so viele Fahrzeuge sind, die ich alle nicht kenne. Die kenne ich schon, ne? Die hat dann jetzt die aktuelle Nummer. Na, so wie sie jetzt bei der Bundesbahn herumfährt, also 155. Ja, also wenn ich hier. Dann hier war ich auch mal drin, allerdings ist mein Foto aus dem ja, aus dem Führerstand, ne? Also ich fahre ja mit so einem ähnlichen Triebwagen auf Arbeit, jetzt gibt es bestimmt auch Protest. Ja, also mit dem fahre ich immer auf Arbeit und habe dann, wollte mal hier einen Führerstand, weil sonst sehe ich den ja immer durch eine getönte Scheibe. Der hier war ein bisschen aufgeräumter, leider ist mein Bild nicht gelungen, weil es sollte auch ein schöner Gag werden, weil gegenüber stand natürlich eine Lok, das war Siemens Vectron, die also die Lampen anhatte, ne? Also die weißen. Das heißt, die würde jetzt entgegenkommen während der Signalisierung. Das ist natürlich ein Anblick, den man als Lokführer nicht sehen sollte. Ja, das war so, ist ein typisches JPEG-Problem, ne? Dass dann ist irgendwo war in dem Bild dann irgendein blauer Kasten drin oder so, weil da irgendein Pixel wieder einen Abflug gemacht hat. Also deshalb sage ich immer wieder, verwendet kein JPEG. Das ist nicht für die Dauer. Ja, das Fahrzeug gehörte hier zur Länderbahn. Na, also bei Länderbahn habe ich immer ein bisschen was anderes im Hinterkopf, aber naja, ist ja schöner Begriff, ne? Da kommen so nostalgische Gefühle auf, auch wenn das Fahrzeug dem, glaube ich, nicht so ganz entspricht. Ja, und dann kommt noch dieses Bild, was ich eigentlich hier als Titelbild nehmen wollte, aber aus irgendeinem Grund ist da. Ja, die Dampflok war natürlich auch nicht schlecht. Ja, dann von dem MRB-Zug hatte ich erzählt vorhin, dass der da zwischen Leipzig und Chemnitz unterwegs ist. Mit einem Steuerwagen, der also von der DB ist. Ansonsten sind das alles irgendwelche DR-Abteilwagen. Und naja, das ruft so ein bisschen nach Ablösung. Das ist auch schon ewig versprochen. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen sich das immer verschiebt. Ob die neuen Fahrzeuge jetzt keine Zulassung haben oder was auch immer. Keine Ahnung. Im Moment ist ja eh ein bisschen sinnlos, weil der sowieso bloß bis Geithain fährt. Ja, und jetzt kommen wir zum zweiten und für mich natürlich interessanteren Teil des Tages der Schiene. Das ist das Museumsgleis.
auf dem Leipziger Hauptbahnhof, wo dann so diverse Fahrzeuge stehen, in die man teilweise auch rein konnte, in dem hier leider nicht. Ich weiß auch nicht, wie es hier mit der Inneneinrichtung aussieht, ob sich das überhaupt lohnt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da der eine oder andere dann auf die Sitze flätzt und da die Bempakete auspackt. Das ist vielleicht auch nicht so im Sinne des Erfinders. Die drei E-Loks, die außen stehen, also nicht außerhalb des Bahnhofs, sondern weiter außerhalb, die waren zwischenzeitlich mal weg. Ich hatte da schon hier den Verdacht, oh, die haben doch hier Tag der Schiene, nicht, dass die da nicht da sind. Aber sie waren natürlich da und ja, und haben dann hier, waren also auch zu besichtigen. Man kam, ich, in die E44 habe ich es jetzt nicht versucht, man kam auch in alle Loks rein. Ja, die Lok hat mir es immer von den dreien immer besonders angetan, weil es natürlich sozusagen diejenige von den dreien ist, die am exotischsten ist, ne? Das ist die E04, die kleine Schwester der E17, die also meines Wissens jetzt nur im mitteldeutschen Netz unterwegs war. Und ja, von dem eben diese Lok sich hier noch erhalten hat. Hier gab es leider wohl in so eine Art Sabotageversuch. Also die haben dann in irgendeinen von diesen Behältern da an der Seite, da hat irgendjemand Sand reingefüllt. Das war aber ein Ölbehälter und kein Sandbehälter. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Da gab es doch einiges zu tun für die Kollegen, um das dann wieder in Ordnung zu bringen, dass die Lok, die ist ja nicht betriebsfähig, dass sie rollfähig bleibt. Ja, das ist so eine Geschichte, die ja, ansonsten sind es eben irgendwelche Schmierereien an Museumsfahrzeugen, wo dann so angebliche Künstler da sich an Fahrzeugen verewigen, die vorher in Handarbeit und in der Freizeit hergerichtet wurden und dann behaupten, es wäre Kunst. Ne? Am Ende ist es einfach nur eine Zerstörung eines Objektes, aber ich glaube, da muss ich euch Modell- und Eisenbahnfans nicht viel erzählen. Aber wenn man solche Geschichten hört, dann baut sich immer ein kleines bisschen Frust auf vor der Idiotie, die einem manchmal so im Alltag begegnet. Auch hier der Führerstand. Die Lok ist ja übrigens auch die älteste von den dreien, ne? Der, naja, ja, im Stile der Zeit eingerichtet ist, wobei natürlich das eine oder andere auch nachgebaut wurde. Und dann hat sich ein dort befindlicher Kollege bereit erklärt, mal da an dem Rad zu drehen. Das lassen wir jetzt mal auf uns wirken. Das waren 15 Fahrstufen. Das Ganze wieder zurück. Ja, heute haben wir da irgendeinen Joystick, ne, und dann hat man irgendeinen, sagen wir mal, eher verhalten klingenden Fahrmotor, zumindest was jetzt die elektrische Bahn angeht. Ne? Wenn dann irgendein Diesel losgrölt, dann ist das noch ein bisschen was anderes. Aber hier haben wir natürlich, da ist noch richtig Mechanik dahinter, ne? Die einzelnen Schütze jetzt hier aktiviert und sozusagen die Lok dann mit diesen einzelnen Fahrstufen beschleunigt. Ja, wir sind jetzt mittlerweile hier bei der E44. Da war ich nicht drin. Ich weiß es auch gar nicht. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob da die Türen offen waren. Ja, das ist, da bin ich eigentlich, weil ich einfach nur E94 und E04, das war so ein bisschen mein Fokus. Ja, bei der E94 ist man dann auch von einem Führerstand in den anderen, ne? Also kam also auch zwischen den Führerständen konnte man sich das auch angucken. Das habe ich im letzten Jahr schon gemacht. Und ja, und habe mich hier jetzt mit dem Führerstand begnügt. Da war so auch jemand da, der dann ein bisschen was erklärt hat. Ja, Dampflok bin ich nicht drauf gegangen, weil einfach da viele Leute, viele Kinder und ja. Ich war schon so oft auf so einem Führerstand. Da musste ich mich da jetzt nicht da mit reindrängeln. Und ja, da hat irgendein Kind, was wahrscheinlich dann hinter mir angestanden hätte,
da ist ein bisschen eher, dass zu dem Vergnügen kommt, dann in den Führerstand reinzukommen. Viel interessanter wäre es natürlich gewesen, wenn man da, was weiß ich, wenn die unter Dampf gestanden hätte und man da mal die Feuertür aufmacht und da man die Lok, also sozusagen lebend erlebt. Ne? Aber man muss ja mit wenig zufrieden sein. Ja, das hatte ich am Anfang ganz übersehen. Hier war noch eine weitere Belustigung für die Kinder. Das war übrigens irgendwie, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Kollegen von der Harzquerbahn, die hier sozusagen diese Bahn aufgebaut haben. Ja, und somit wären wir am Ende des Videos. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was draus.